seit einer Woche, seit zwei Wochen im Grunde genommen, vielleicht sogar schon eine halbe Woche eher, stellt Corona unser Arbeitsleben so ziemlich auf den Kopf. Das, was für morgen im Terminkalender steht, kann heute schon wieder überholt sein. Unsere Arbeitsorganisation wird von Tag zu Tag überprüft, neu aufgestellt und überlegt, sind wir noch richtig oder müssen wir uns anpassen und ändern. Für die Mitarbeiter ist erstmal seit vielen Wochen eine erhöhte Sensibilisierung im Hinblick auf Hygiene, auf Erkrankung, auf Krankheitszeichen wie Husten, Niesen, Schnupfen angezeigt. Jeder achtet darauf, dass er möglichst gesund und fit ist und auch zur Arbeit kommt. Bei den Bewohnern ist es auch unterschiedlich, möchte ich sagen. Es gibt einige, die haben es noch nicht richtig realisiert, und dann gibt es andere, für die ist es sehr, sehr schwer, ihre Angehörigen nicht zu sehen. Wir halten das auf jeden Fall für sinnvoll, und wir stellen auch fest, dass die meisten Angehörigen vollstes Verständnis dafür haben, dass auch die Mitarbeiter schon dadurch auch eine vermehrte Sicherheit bekommen haben, was eine potenzielle Übertragung dieses Coronavirus angeht. Trotzdem ist immer noch eine gewisse Unsicherheit vorhanden, weil man ja auch noch den einen oder anderen Kontakt zu Hause hat und niemand weiß so ganz genau, ist er vielleicht Überträger oder nicht? Ja, also seit gestern haben wir die Tagespflege geschlossen. Der Beschluss kam ja auch vom Landkreis, und daraufhin mussten halt alle Tagespflegegäste auch zu Hause bleiben, was für die Angehörigen natürlich auch sehr erschwerend ist, weil wir auch Personen hier haben mit einer demenziellen Erkrankung, und die sind halt hier, damit Angehörige auch eine Entlastung haben. Das ist jetzt halt im Moment nicht mehr gegeben, aber um den Infektionsherd so niedrig wie möglich zu halten, mussten wir halt auch diese Maßnahme ergreifen. Viele haben das Verständnis sicherlich, dass sie ihre Angehörigen, ihre Bewohner hier bei uns schützen wollen. Aber ich glaube, vieles läuft übers Herz, und man kann das schwer auch wegstecken. Wir haben aber die Möglichkeit, dank unseres wunderbaren Gartens, dass wir auf jeden Fall mit unseren Bewohnern noch nach draußen gehen können, hier spazieren gehen können, frische Luft auf jeden Fall anbieten können, solange wir nicht unter Quarantäne stehen, selbstverständlich. Damit versuchen wir halt, fehlende Besuche von Angehörigen auch auszugleichen, ne, um das unseren Bewohnern auf jeden Fall auch weiterhin ermöglichen zu können.